Tschüss. Willkommen zurück, ihr Schwänze. Tschüss. Ah. Warum? Keine Ahnung. Er hat nachher gefragt, jetzt gebe ich ihm. Abbrechen. Ist doch schon alles eingestellt. Nein. Auf Knöpfe zu drücken, Mann. Ich habe nur A gedrückt. Das weiß ich nicht, ob das problematisch ist. Ja. Bei Nein. Bei A muss ich den Amiibo rauflegen. Nein. Bei Y dann auch. Lass es einfach. Ja. Was passiert bei X? X und B ist okay. Mole Knight oder Plague Knight? Der Plague Knight. An den. Für Schaufeligkeit. Mhm. Ich will vor allem ist das dumm, weil der originale englische Wortwitz vor Chivalry ist. Also im Gegensatz zu Chivalry, was ja Ritterlichkeit ist. Und da macht der Wortwitz auch Sinn. Aber hier macht er keinen Sinn. Bum, bum, hier ist der Wortwitz einfach bloß Müll. Oh fuck! Siehst du? Hat uns voll viel gebracht, deine Fähigkeit. Kann man nicht mal einsetzen. Die brauchen wir in wenigstens 2 Leveln fast garantiert, um durchzukommen. Ich hab's noch in Erinnerung, deswegen. Außerdem, guck mal. Das hat eine weitere Reichweite. Das trifft nicht nur den Block vor dir und nicht 2 Blöcke vor dir, sondern 3. Interessant. Und das ist enorm nützlich. Ob's glaubst du nicht. Da oben ist ein Secret. Ich glaub's geh mal da hoch nicht. Und geh mal da hoch, ja. Box zum. Ich glaub's nicht, aus dem einfachen Grund. Weil in der Zeit, wie du es auflädst, kann ich auch die anderen 3 töten. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass man an manchen Stellen stehen bleiben muss und weitreichend treffen muss. Muss man. Also beziehungsweise macht es sehr, sehr viel einfacher. Außerdem ist die Technik nützlich. Dude hat die am Anfang auch nicht gut gefunden. Und dann hat man uns kurz eingespielt damit, dran gewöhnt, dann hat man sie öfter mal eingesetzt. Ist halt einfach so. Und die Ratten explodieren nach einer Weile. Das ist total dämlich. Ich weiß, ich wurde schon einmal davon getroffen. Oh, wir haben jetzt 60. Ui. Ah, fuck. Mit dem ganzen Feuer. Da muss man aber sagen, das lohnt sich tatsächlich, das doppelte an Magie vom Feuer. Ja, das stimmt. Auf, ihr scheiß Ratten. Ah, oh, Mann. Halt auf damit. Yeah, you can do it. Nice. Wir haben keine neuen Getränke geholt. Oh Mann, wir Vollidioten. Da gibt's dir doch kostenlos. Na egal, was ich halt Hähnchen. Oh, nice. Ich komme mit dem nach oben drücken, Mann. Ich kann zurecht. Do it. Fuck. Hier ist eh schlauer, als bloß einer macht. Brauchst nicht dabei Dings benutzen. Brauche ich nicht, aber ich würde es gern. Okay. Hui. Vergesst immer, dass man gegenhauen muss. Yay, Mucke. Hm. That's it. Töten! Weißt du, was du mir noch gar nicht erzählt hast? Ich meine, das ist schon eine Weile her, aber du hattest dir vor Weihnachten, glaube ich, die rote gekauft. Die rote Edition, ja, natürlich. Einen Tag später. Du hast dich wirklich am Stück durchgesucht? Ja, natürlich. Hast du den Glyph benutzt? Ja. Okay. Für was? Meisterball? Ach so, den. Den habe ich dann später benutzt. Ja, für Meisterball. Aber einen Mew-Glitch hast du benutzt? Ja. Den habe ich benutzt, weil ich noch nie Mew hatte und den unbedingt haben wollte. Ich habe einen Speedrun gesehen. Pokémon Blaue Edition, alle Pokémon Speedrun, 151. Natürlich geglitscht wie Fick. Ich glaube, der hat das innerhalb von 45 Minuten oder so, hat er alle Pokémon gehabt. Wow. Ich hab natürlich einen Meisterball rangeglitscht. Es gibt natürlich nicht nur den Missing Glitch an der einen Stelle, sondern an zig Stellen eigentlich. Ach so, ja. Das wusste ich nicht. Das Spiel ist so verbuggt. Eigentlich ist das fast schon Allgemeinbildung, dass du das mal siehst, vor allem wenn du Pokémon feierst. Das ist so unglaublich. Kannst du bitte aufhören zu sterben? Ich würde gerne, aber die Stacheln, hier ist nicht für 2 Spieler ausgelegt, diese Stelle irgendwie. Also das Spiel ist halt ein Singleplayer-Spiel, ne? Das darf man nicht vergessen. Manche Stellen eignen sich nicht so gut für 2. Ja. Warte, was soll ich sagen? Ach, komm hier. Ficken. Also ich sollte dir vielleicht mal den Link zu dem Speedrun checken. Nicht nur, dass der Speedrunner recht unterhaltsam ist, also ein netter Kerl, sondern... What? Was ist denn da passiert? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Die Glitches sind einfach zu göttlich. Was soll ich denn jetzt erzählen? Ja, ich habe es auf N64 gespielt und zwar mit meinem Pokémon Stadium. Ich habe es auch gesehen, du hast mir das Bild geschickt und du hast nicht mal das Bildschirmseitenverhältnis richtig gemacht. Das Spiel voll in die Breite gezogen, das war so eklig aus. Das war mir egal. Ich weiß, dass dir sowas egal ist. Hier gibt es nichts mehr für uns. Ja. Ich weiß, dass dir das egal ist, aber dann sieht es halt scheiße aus. Ich meine, wenn ich. Es ging mir ums Spiel und nicht ums super schön aussehen. Super schön tut es nicht aussehen, aber wenn man schon Pixel hat, dann soll man die auch im richtigen Format sehen. Ich meine, super schön aussehen ist was anderes als falsch aussehen. Das sieht auch falsch aus. Nee. Egal. Sah auf jeden Fall grausam aus, wie du das gemacht hast, ist nicht schlimm, hat trotzdem Stil.
Ja, dadurch, dass man den Dodo-Turm benutzen konnte und alles auf den Dodo-Turm. Was ist das denn? Der Dodo-Turm. Der ist beim Pokémon Stadium. Du musst den einen Cup, den Dodo-Cup, nee, weiß nicht, irgendeinen Cup musst du halt gewinnen und dann diese Gameboy-Emulation, die man da hat. Durch dieses Pack, was du machen kannst. Ja, ja. Da kannst du dann halt das auf doppelt so schnell stellen dann dadurch. Oh, du kannst das Spiel doppelt so schnell spielen, okay. Jo. Das wusste ich nicht, das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen fixer. Deswegen hatte ich es ja schon nach 2 Tagen durch. Ja, ja, sonst hätte es länger gedauert, ja. Okay, ja. Doppelt so dabei, genau. Warte. Ich meine, das ist schon plausibel, dass man das Spiel in 20 Stunden durchspielt, ne? Also, ja. So ist nicht, das geht schon in 2 Tagen. Aber es war sehr angenehm. Vor allem, weil es auch... Warte mal, bin ich jetzt gerade falsch? Nicht... Naja, einerseits angenehm, weil es halt ein geiles Spiel ist, und andererseits angenehm, weil man halt ein bisschen Nostalgie-Erinnerung hat. Ja, ja. Also ich hatte die rote damals. Ich hatte damals die blaue, witzigerweise. Ich hatte halt die rote und die gelbe, sagen wir mal so. Die gelbe hatte ich auch. Und was hattest du in der Generation danach? Silber wahrscheinlich im Kristall, ne? Ich glaube, wir hatten Gold? Ich weiß das gerade gar nicht. Okay, ich hatte Gold und Kristall. Auch geil. Nee, so viel hatten wir nicht. Dafür hatte ich danach Rubin. Ja, in der Generation danach hatte ich keins. Ich hatte dann erst das Mal. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich die hatte. Ja, keine Smart Ahnung. Smart hatte ich aber auch. Zu der Gameboy-Zeit hatten wir die Spiele und alle von uns hatten, ich weiß nicht, ob die Eltern sich da komplizierter gestellt haben oder man selber kein Geld mehr hatte oder irgendwas. In dem Alter war es irgendwie schwerer, Gameboy-Spiele zu bekommen. Ich habe so viel mehr Gameboy-Color-Spiele und sonst was Spiele gehabt als Gameboy-Advance-Spiele, obwohl ich mit meinem Gameboy-Advance gefühlt wesentlich mehr gezockt habe. Hat bloß Gameboy-Spiele die ganze Zeit. Hattest du den normalen Gameboy-Advance oder den Backlit? SP. Ich auch, der ist so gut gewesen. Jo. Das war der Punkt, an dem ich meine Eltern überzeugen konnte, dass das Ding geil ist. Nicht, weil sie es geil gefunden haben, sondern weil ich einfach als Kind so tierisch drauf abgegangen bin. Du musst mal springen und wie müssen wir das da oben irgendwie wegkriegen? Hier wäre, glaube ich, die Axt gar nicht schlecht. Hättest du mal geholt? Nee, die Axt hätte nicht da durchgeboxt. Was denn dann? Die Axt ist einfach bloß wie bei Castlevania in so einem Bogen die Gegner treffen und das ist manchmal unglaublich nützlich. Hab deine Kacke zu schmeißen, Mann. Ja. Na doll. Hat sie ihn gebracht. Überlebe, Rico. Oh, er hört auf. Jetzt schmeißt er bestimmt wieder Scheiße. Yo. Schmeißt mit Scheiße, er ist ein Affe. Dem kann ich so zustimmen. Ja, weil es genau dein Humor ist. Nur schlecht in deinem Humor, weißt du? Ich habe den Stil nachgeahmt, die Art, wie du deinen Pinsel führst, aber nicht die Art, wie du deine Nuancen setzt, weil die kann man nicht nachahmen, das ist deine individuelle Taktik. Ja, einfach dann, wenn man Bock drauf hat. Nur, dass deine Witze meistens keine Kunst sind, sondern deine Witze eben. Kann man die Kunst klassifizieren? Die Kunst des... Ja, schon, das muss ja keine Nervens. Muss ja keine gute Kunst, sondern schöne Kunst sein. Das ist die provokative, postmoderne Kunst, die bringt man Wanker zum Heulen. Ich warte immer noch auf ein Paket, fällt mir gerade ein. Was denn für eins? Irgendein Scheiß. Ich weiß, wenn du ansprichst, dass du ein Paket war, dann musst du doch wenigstens erzählen, dass du irgendwas Geiles gekauft hast. Oh. Oh, nicht schlecht. Ups. Ich wollte ihn eigentlich töten. Lass doch zurückgehen und jetzt töten. Jetzt haben wir bloß den Checkpoint auf der anderen Seite. Jetzt können wir schon easy Kills machen hier am Anfang. Wir sollten uns nicht gegenseitig auf den Kopf springen, das sabotiert uns einfach bloß. Jetzt kann man die Schläge aufladen und Double Damage machen. Ich kann jetzt halt auch einfach 2-mal zuschlagen. Schon, aber wenn du oben drauf bist, kann ich von der Seite so drauf fahren. Kill. Wow, er hat uns Essen gegeben. Jawohl. Und Mana. Hey, da ist noch mal Essen. Lass mich mal. Jo. Ich will mal hoch. Jo. Warum willst du das nehmen? Ups, ich weiß, was aufhauen wollte. Sie dann eigentlich geben. Bescheuert? Ja. Was ist los mit dir? Ich hab auch das Mana genommen, obwohl ich voll war. Ah, fuck. Siehst du? So stellt man das an. Ja, seh ich. Ah, es hätte gut sein können, wenn ich mich nicht überlebt. Hättest. Ja, ja. Jetzt braucht keiner mehr. Dammit. Ich hoffe, man kann das Speedrun. Problem. Um anzugehen mit deinem Skill. Mein dummer Skill war einfach bloß kurz warten. Und dein Zeug einsammeln. Ich überhaupt nicht zu dir kurz zu warten. Wer bist du? Ich wollte dein Zeug haben. Vor allem dieser kleine NPC hat jetzt mehr Skills als der erste Boss des Spiels. Okay, er kann keinen Ball schießen, aber dafür kann er blocken. Hey. Komm her! Ah. Das ist Kackvieh. Dammit.
Die scheiß Drecksdinger. Ah, ich hasse die. Mach dich unverwundbar und geh hoch. Ah, ich kann nicht. Hör auf, auf die Leiter zu gehen. Er geht immer auf die Leiter, weil ich nach oben drücke, Mann. Egal, ich bin hier. Ich bin tot. Hat sich gelohnt. Checkpoint. Schnell. Du. Scheiße. Was war denn jetzt? Ich hab da unten gedrückt, den Checkpoint zerstört. Ah, der gibt ganz schön viel Leben, Geld. Kacke, Mann. Was denn jetzt? Ja. Jetzt hast du Kacke gebaut, würde ich sagen. Fuck you. Haha. Kannst du die nicht... Nee, töte die mal nicht. Shovel Knight Skills. Der Spitzenklasse jetzt. Pass auf. Ich hab's zum Checkpoint. Mhm. Einfach nicht looten. Was ist dein Problem? Nochmal. Checkpoint. Baby, yes! It's a triple! Wango Box. Das war trotzdem... Das war ziemlich gut, weil du hast nichts getötet und... So bleibt der Kill-Counter stehen. Easy Creeps! Töte ihn! Fuck you up, boss! What the fuck, man? Get him on level, next level shit, MLG Pro motherfucking gameplay, and here. No damage, boss man. Look at this shit, yes! Redeutsch, Baby, Spaß. Look at this shit. Come on. Der sieht gar nicht so hart aus. Show it to me, baby. Oh, I'm dead. Das sah gerade so aus. Ich krieg ihn! Oh cool, wir haben ein X bekommen. Ist so geil. Steht bestimmt für X-Diaries. Was ist denn X-Diaries? Ich glaube, das war irgendwas auf RTL 2, ich bin mir nicht sicher. X-Diaries. Ging es da um Sex oder irgendwas? Weiß ich nicht. Klingt vom Namen so. Es gibt X-Hamster. Ja, das ist eine Pornseite. Ah, und das ist einfach nur so eine schäbige Pornseite, die sich so ein bisschen verhält wie YouTube, bloß halt für Porn. Aber die ist schäbig, weil es da mega schlechten Amateurporn gibt von irgendwelchen richtig hässlichen Schwulen. Tut mir leid, kein Body-Shaming hier, aber nein. Also wenn einer von euch bei X-Hamster arbeitet, ne? Nee, arbeiten ist doch in Ordnung. Dann tut's mir leid. Dann seid ihr einer von den Chibigen. Wer arbeitet denn da? Die Leute, die Webseite betreiben, die sind cool. Die haben nämlich eine Porn-Webseite ins Internet gesetzt. Das ist absolut selbstlos, diese Tat. Ich meine, klar, sie verdienen sich eine goldene Nase durch Werbung, die irgendwelche ralligen Kerle auch noch anklicken und dann nochmal extra Werbeeinnahmen generieren. Zum Beispiel, wie kann man seinen Penis verlängern in 10 Minuten? Das kann ich dir sagen. Guck mal, Pornos. Ist einfacher. Nee, nicht bei jedem. Zum Beispiel auf X-Hamster ist das manchmal gar nicht so leicht, wie man denkt. Denn, wie gesagt, komische Amateur-Pornos, du kannst halt selber hochladen, wenn du willst. Ich bin immer drüber gestolpert, da gibt es Tributvideos. Das sind halt Kerle, die filmen sich dabei, wie sie auf ein Bild von irgendeiner Porn-Darstellerin wichsen. Und das ist dann ihr Tributvideo. Darf ich dir sagen, dass ich schon wieder Punkte bekommen habe? Können wir uns nicht gerade mal kurz drüber aufregen, dass es Wix-Tributvideos gibt? Die spritzen dann auf das Gesicht von diesem Foto. Mhm. Und dann stellen sie das da rein und kriegen Likes dafür auf der Seite. Ist doch nett. Ich verstehe es nicht. Frag mich doch nicht. Hast du Bock, irgendwie ein Tributvideo zu machen, dass wir zusammen irgendwo raufwichsen? Wenn wir jetzt schon beim Let's Play sind, können wir das ja auch gerne noch machen, ja. Ja, machen wir einfach mit Let's Play mit Schwanzcam. Die Cockcam? Es gibt ja auch jetzt Dildos mit Kameras. Ja, ich hab gewonnen. Du hast gewonnen. Du hast mehr Feinde getötet als ich? Ja, ich bin nämlich ein richtiger Skiller. Hast du das vergessen, Mann? Ich bin der OG. Also, weißt du, was wir jetzt kaufen? So wie du spielst, habe ich's vergessen. Weißt du, was wir jetzt machen? Ja, du gehst schon jetzt zum dreckigen Pferd. Zu dem Typen da. Ja, weil der dich wieder voll labert. Weißt du was, wenn wir Gold von ihm haben? 1000 Gold, Mann. Weißt du, was 1000 Gold bedeutet? Ja, wir können uns jetzt endlich die Master Sword-Fähigkeit holen. Nee, wir holen uns was anderes. Ja, vergiss nicht. Lalalalala. Mach ich danach. Dann war ich schon vorbei. Hier hoch. Do it. Es ist anstrengend. Was willst du eigentlich holen? Was Schönes. Was denn? Hoch. Ich will erst was du holst. Nö. Hoch. Okay. Hoch. Was sollst du? Willst du wo hoch? Kann ich aus dem Spiel kicken. Sniff mal mein Butt. Los, sag mir, was du holst. Oh. Ich bin fast da. Das sieht aus, als würdest du mir in den Arsch reinkriechen wollen. Das ist irgendwie so eine neue, moderne Sache. Gib dir einen Rimjob. Das ist eine neue, moderne Sache. Irgendwie in fast jedem Pornos lecken jetzt irgendwie gegenseitig das Arschloch. Das ist der sogenannte Rimjob, ja. Den kannte ich noch nicht. Ich verstehe es nicht. Warum? Das ist nicht geil. Ich meine, ich fand schon Eierlecken ziemlich langweilig, weißt du? Wenn Blowjob, dann nicht Sarglutschen, sondern Schwanzlutschen, nicht Sarglutschen, weißt du? Die da. Die will ich jetzt sehen. Hoffentlich haben wir jetzt bessere Farben. Na, das ist jetzt...
Deine sieht gut aus und meine sieht aus, als wäre ich aus Eis. Das ist okay. Also auch geil, ja. Na dann, jetzt haben wir noch 1000 Gold über, die wir nicht gebrauchen können, also ab in Action. Lass uns mal zu dem komischen Fisch gehen. Ja. In der Zeit hole ich mir was zu trinken. Mal abseits von Milch. Mahatma, gönn dir. Alter, ich hab hier Wasserpullen und du holst immer noch aus der Leitung? Na, wenigstens trinkst du so mein gutes Wasser nicht. Ah, oh, stimmt, der ist ja eine Pussy. Ja, der hat was gegen Kohlensäure, der gute alte Ruhe. Ein bisschen komisches Wasser. Könnte sein, weil vorher noch Milch drin war. Ja, kann sein. Und vorher noch Kaffee. Ja, das ist ein Becher, viele Zwecke. Viele Zwecke. Ein Mehrzweckbecher! Oh Gott. Soll ich dir was sagen? Ja. Das hat geklappt, ja. Aber weißt du was? Später hast du noch mehr solche Stellen. Da ist dieses Power-Up unheimlich nützlich, weil du zwei von den Dingern gleichzeitig wegmachst. So? Ja, genau. Das ist geil. Alles klar. Kommst du? Nein, kann ich nicht. Beweg dich. Tu es! Komm schon, komm. Alter, nicht so laut. Nein, ich muss. Warum? Das ist wichtig. Dir muss bewiesen werden, wo deine Makel sind. Und das kann man außerdem damit machen. Super. Das merke ich mir auf jeden Fall. Ach, damit. Das ist der beschissenste Schatz. Run überhaupt und den müssen wir jetzt irgendwie mal packen. Also müssen wir nicht, aber können, sollten, vielleicht wollen wir. Wollen wir? Ja, natürlich. Super. Haben wir das Spiel eigentlich schon fast durch? Nein. Kommen bestimmt noch 4 Bosse oder so oder 5. Und dann erst der Endboss und ein Bossrush und alles. Hui! Nein, 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 nein. Super geklappt, dabei dachte ich immer, dass die Stelle hier ziemlich schwierig ist. Na, die ist nicht besonders schwer. Dachte. Wow. Ich habe eine Idee. Ach Mann, der Sprung wird kürzer, wenn man auflädt. Das warum nehmen wir nicht einfach den Feuerdings? Klappt nicht. Warum nicht? Durchbricht die Dings nicht. Halt. Feuerdings Warte. Durchbricht die Steine nicht. Nenn das mich doch testen. Brauchst nicht testen, ich kenne das. Ich weiß das. Ich kenne mich Bescheid, Junge. Du hast recht. Natürlich habe ich recht. Warum soll ich auch nicht recht haben? Warum solltest du recht haben? Kann man, haben wir denn die Lava rein? Mit dem Unverwundbarkeitsskill? Nee. Oder? Müssen wir nicht. Kannst probieren. Ja, warte! Ich will's kurz probieren? Aua! Klasse. Arschloch! Ich hab's erwartet. Irgendwas Besseres. Was? Warum ist der Bubble weg? Na, ganz einfach. Ja, warte. Bist du? Du hast mich reingeschubst. Nein, du hast den heftigen Schlag gemacht und dich damit selbst reingerissen. Nein, du hast mich reingeschubst. Ich hab nicht gedrückt. Ich zeig dir nachher die Aufnahme. Toll, ich hab nicht mal den Controller gehalten. Ich zeig dir nachher die Aufnahme. Trotzdem bist du mich reingelaufen, mich runtergeschubst. Ich zeig dir die Aufnahme. Das ist eigene Blödheit, dass du das so gemacht hast. Also wirklich. Es ist eigene Blödheit, dass ich mich von dir schubsen lasse. Nein, eigene Blödheit, dass du, keine Ahnung, so bescheuert bist. Dass ich mich schubsen lasse, ist richtig. Ich hab dich nicht geschubst. Kannst du das jetzt machen? Ich will das nicht machen. Na, mach doch, tu es! Ich hab gerade gesagt, ich will's nicht machen, mach du es. Warum leuchtest du auf einmal? Kannst du das aufladen und aufbewahren? Mach das jetzt. Ja, toll, das bringt es. Genau so muss man das machen, hast du richtig erfasst. Ja, man kann's. Ach, fuck. Wie soll denn das gehen? Komm wieder. Hatte ich vor. Ich steh einfach bloß da als Deko. Oh, scheiße, falsche Richtung geschlagen. Warte, ich mach das. Ja, warum bleibt das denn jetzt zweimal da? Weißt du, bei mir hat er beim ersten Schlag gleich verschwunden, die olle Bubbel. Ja, weil ich vorher raufgesprungen bin. Möbele. Weil ich vorher raufgesprungen bin. Mann, Scheißstelle hier. Oh Mann, wir bescheuerten Hunde. Warte! Nein! Du Vollidiot! Du verdammter Vollidiot! Ich find's witzig. Ich überhaupt nicht, die Stelle ist scheiße. Dieses Level ist Müll. Ich hasse es. Ich hab schon das erste Mal gehasst und ich hasse es immer noch. Wegen dir hasse ich es noch mehr. Warum denn? Ich hab gar nichts gemacht. Kannst du das überhaupt verantworten, dass ich das noch mehr hasse? Ach, mir ist es relativ egal. Mein Hass sein kann. Mächtiger als dein Penis-Neid. Ich hol dich zurück. Ich bin in der bekackten Angel hängen geblieben. Ich hol dich zurück. Oder mal wieder ein Fisch. Halt deinen Vogelscheiß. Mann! Diese Jump-Mechanik. Kannst du mal aufhören, mir mein Leben zu klauen? Mann!
Wieso habe ich den Knopf gedrückt? Ich krieg einen Rappel. Ich hasse dieses Level. Ich hasse dieses Level. Ich war froh, dass ich es einmal geschafft habe. Jetzt muss ich den Kack wieder machen. Ja, Gott, lass mich raus hier. Aus diesem elenden Gefängnis, das sich mein Körper nennt. Ist das gerade New Game Plus? Nein, das ist es nicht. Gibt's ein New Game Plus? Es gibt New Game Plus und das heißt, man kann es mit anderen Chars durchspielen. Das Problem ist, die sind nicht doof. Oh. Ich spring doch einfach hin und aus und spring dann weiter. Warum habe ich jetzt zwei getroffen, wenn ich mit meinem Long Range? Es ist so random. Dieses Spiel ändert die, oh, die Bubble tolle, ist ey. Weg. Damn it! Warum hast du Nein gedrückt? Na, weil das immer der andere Knopf ist. Ich habe Nein gedrückt eigentlich. Ich habe aber auch Nein gedrückt. Na, dann ist ja gut. Es wird ein Nein-Gag. Oh Gott, ich hasse Nein-Gag. Ich mag Nein-Gag. Nee. Doch, tu ich. Klaue aber bloß Witze. Oh. Alter. Warte. Ey! Sieh zu. Das ist gerade nicht zu fassen. Ich wollte eigentlich. Mach du mal, du kannst die Stelle da am Anfang besser. Weiß ich nicht. Na, du hast es bisher immer richtig gemacht und ich nicht. Ich hab doch einmal richtig gemacht. Mann, ich hasse das mit dem nach oben. Hui. Kann ich jetzt? Ja. Was soll das denn da? Ja, das ist. Ich wollte oben gegenhauen und dann. Gib mir all das. Also, wenn du möchtest, kannst du es auch probieren. Willst du es probieren? Das ist alles mal, ne? Brauche ich nicht. Meinst du das hier nicht so rum? Das ist meine Wohnung. Willst du das machen? Nö. Ich bleib hier als Backup. Ah, fuck. Den kann ich nicht so gut. Da hast du es schon geschafft, die Beine wegzuhauen. Dann komm wieder, bist du Backup und dann mach ich das hier. Dammit. Halt, erst wiederkommen lassen. Ja, ja. Yeah. Komm wieder. Ich drücke mal die falsche Taste. Yay! So, und jetzt nicht die Dinger zerschlagen. Du kommst einfach rüber und hältst wieder hoch. Aber das gibt weniger Gold. Spring doch! Oh, schlechte Idee, weil dann bleibt man in diesem Downward-Stroke-Modus. Zumindest bist du fuck. Total. Ich habe vergessen, dass wir noch Tränke trinken können. Selbst so hätte ich wiederkommen können. Du hattest noch ein ganzes Leben. Egal. Das hätten wir auch nochmal teilen können. Yay, nochmal von vorne. Yay. Ist das ein neues Level? Das kommt mir gar nicht bekannt vor. Hey, siehst du, du hast es geschafft. Ja, es geht, wenn ich nicht drüber nachdenke. Dann hör auf zu denken. Kannst du doch sonst auch so gut. Ach nee, halt, das bin ich, das normalerweise kann. Ach. Ich habe auch Situationen, in denen ich nicht denken kann, absichtlich. So, warte. Das ist geil. Also absichtlich fuck. Nicht denken ist anders als nicht denken, weil man nicht denken kann, weißt du? Ich denke gerne nicht absichtlich nicht denken, nicht tun. Ich habe sogar fast geschafft. Respawn. Hab ich. Der war knapp, du. Der auch. Los, du schaffst das. Oh. Damn it. Ich weiß nicht, warum ich immer manchmal einfach so die Bubble zerstöre. Na, weil du da nicht den hier hast, sondern weil du da normal reinfällst. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Na, ein Glück. Okay, dann mach ich das nochmal. Okay. Warte! Ja, ich hab's gemerkt. Holla. Ich mach das. Denn hier gibt's Loot! Jawohl. Looten und leveln. Ich mach. Nee, du bist gerade geladen. Oh, das ist random. Ah, ich verstehe. Das sind die zwei Download-Strokes, die das aufladen. Und dann blinkst du und dann ist der nächste Schlag automatisch zu einer. Ja, ich merke es. Oh, na dann? Dann brauchen wir das Aufladen ja fast gar nicht mehr. Ich wusste nicht, sag dass ich das doch. Dasselbe ist. Sag ich doch. Aber nur weil es nicht dasselbe ist, das wusstest du nicht. Ich hab's gewusst. Ich hab doch gesagt, dass das unnötig ist. So, warte. Sehr gut. Läuft. Wie läuft bei dir? Willst du einen Trank trinken? Sicher? Nee, ich mach jetzt erstmal und dann gucken wir. Okay, so viel dazu. Ich respawn jetzt und dann trinke ich ihn. Und du kannst es machen, weil sonst verliere ich zu viel Leben. Oh nein, oder? Alles gut.
Ich hätte hauen sollen, ich Idiot. Oh Gott. Warum wartest du nicht, bis ich wiederkomme? Das haben wir doch extra gemacht, dass du deswegen wartest. Ich bin quasi logisch ausgerutscht. Und logisch auf die Fresse gefallen. Ich bin logisch tierisch ausgerutscht. Deswegen hasse ich dieses Level. Das ist ein Bonus-Level, weil einfach mal zu lang ist. Und zu wenig Gold bringt. Weiß ich nicht, wie viel Gold bringt's dann? Ein Gold pro Klumpen hier zum Beispiel. Gut, dass du wieder nicht nachgedacht hast. Ja. Los. Ich hab bloß kurz auf die Zeit geachtet. Ah. Mann, oh! Das Runterdrücken, mein Gehirn, Delay, Arschficken. Hopp. Hey, ja. Let's go. Auf geht's. Schade. Nee, lalalala. Ich will bloß den, der wegkumpen, aber das ist auch schlau, wenn ich dann auf dich warte. Genau. Respawn. Respawner. Sehr gut. Pom, pom. Wizard Spawner. Sehr gut. Hätte er springen sollen, ne? Hätte mehr Sinn gemacht. Mate. Ich gönn mir mal. Ja, Mahatma. Gönn dir. Mahatma, Gandhi. Wow. Fuck! Weg. Ja. Trink mal einen Kelch. Wow, du bist der. Oh nein, deswegen trinkt der überlebt den Kelch. Ja, so ist ich dann nicht wieder überlebt. Der hat nach mir halt die Dinger weggehauen. Ja, danach trinkt mal den Kelch. Wird's wiederkommen sollen übrigens. Ich hab schon getrunken gehabt. Ja, ich hab dran gedacht. Ich stehe da so 5 Sekunden, denke, alles hat seine Richtigkeit. Man ist ja nicht gewohnt, dass der andere einfach gar nicht reagiert. Ja. Bei mir ist man das so echt gewohnt. Letzter Versuch und dann Moonlight, weil da habe ich keine Lust mehr auf dieses Kacklevel. Dann können wir danach nach Moonlight. Ist doch affig. Was denn? Ich hab den Kelch getrunken. Also okay. Wenn es das jetzt am Ende in den Arsch kriegt, dann bin ich unglücklich wie Sau. Oh, ich hasse diese Stelle. Komm mal einfach her. Mal, das ist so immer Speedrunner Pro Strats, was wir hier machen sollen, was hier der normale Spieler abliefern soll. Ich schlag auch in die falsche Richtung. Warum schaffen halt nicht die Richtung, in die man geht? Komm. Oh, ich bin so frustriert über diese Kacke. Ah, oh, shit. Kam. Danach muss ich einen Trank trinken. Ich muss einen Trank trinken. Ja, ich hab da Erfahrung drin, ich kann das. Das ist ja kein Trank. Der ist gar nicht mehr drin. Gut. Okay. Das bringt dir nichts. Ein schöneres Gefühl. Ein sichereres. Der war gut, der war ziemlich gut. Nicht wirklich, ich habe schon wieder vergessen, nach unten zu ziehen. Boah, jetzt haben wir keinen Trank mehr und immer noch ein Stück Arsch vor uns. Ach, alles gut. Alter. Was ist los? Diesmal versuchen wir mehr Gold abzulegen. Auf Kosten von Life, nicht die schlauste Idee. Jetzt haben wir nicht beide One-Hits. Okay, jetzt bin ich alleine. Ich wurde one-hitted. Von der Lava, ja. Trink doch einen Trank. Einen müssen wir ja noch haben, hätte ich nicht versaut. Und pass auf, da hinten ist so ein Schmock. Es ist, keine Ahnung, wir hast das beim ersten Mal so sauber gemacht? Ich bin nur auf den vordersten drauf, ab oben das ging gehauen, dann bin auf den zweiten Bubble-Dings und dann... Ab geht der Mollneid. Keine Lust mehr. Echt, du bist ja konsequent, wenn du sowas sagst? Ja. Ich nicht. Ja, oft nicht, aber manchmal bin ich es und dann ist wichtig. Ja, jetzt einfach Mollneid. Mollneid ist cool. Oh, das ist ein Spoiler, tut mir leid. Du hast da unten was vergessen. Du hast da unten was vergessen. Wer sagt denn, dass es da unten nicht weitergeht? Ich sag, hier drüben ist das Secret. Okay. Ist es nämlich. Du siehst nämlich, dass hier nur eine Kiste ist und dann Ende. Komm auf mit den Balls, die sind hier nicht gerade gefreut. Also vom Kopf springen kann man die nicht. Oh fuck. Ja. Warum bist du ja nicht rausgegangen? Du siehst doch, dass ich da runterfalle. Ja, weil ich noch looten will. Na, mein Instinkt ist nicht so voll rausgehen, wenn ich noch looten will. Dein Instinkt sollte sein, ey, wenn ich rausgehe, rette ich meinem Kumpel den Arsch. Ja, den Instinkt habe ich nicht. Also der Instinkt ist halt noch nicht gelernt, dass diese Reaktion da ist. Manchmal klappt, manchmal nicht. I
Alter, werd fertig! Nee, nee, ich muss noch angeln. Ich bin ein Funkelei. Yay! Ja, nur weil du tot bist. Oh, ich hab volle Kälte, na gut. Busch, 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 busch. Nur weil du auch töten willst, du gieriger Schlund, sonst... Im Gegensatz zu dir habe ich auch getötet. Na, aber nur weil du töten wolltest, hast du uns total sabotiert und ich habe ein Leben verloren. Da kommt gar nichts. Klar kommt da was. Nein, da kam nichts. Keine Ahnung, wovon du redest. Doch, hopp, hopp, hopp! Was denn? Boah, das Secret da links, siehst du das nicht? Nö. Tu es. Ja, nein, nein, lass mich durch. Na, das war doch mein Versuch, du hast bloß nicht reagiert. Hui. Sehr gut, mehr nochmal. Ja, ja, genau. Ja, ja. Weiter, 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 immer gut. Oh, jetzt sind wir live. Ja, ich kann was töten. Ich hab's nicht geschafft. Boah, dieser Gegner ist schwer. Jetzt. Oh Mann. Was denn? Fliegende Gegner sind immer Hurensohn. Guter Deutsch. Sind immer Hurensohn, Alter. Hör auf zu jumpen, Shovel Knight. Ach, du bist das? Ja. Ey, ich verwechsel uns konstant. Wie denn das? Also mittlerweile sollte das nicht mehr gehen. Wir haben dieselbe Farbe haben. Du bist Silber und ich bin Türkis. Und dir ist aufgefallen, dass unser Fernseher, dieser Fernseher hier relativ groß ist. Der Fernseher, auf dem wir spielen. Ja? Und dass man da durchaus auch mal die Farben verschwimmen, wenn man so am Bildschirmrand bloß vage rumblinken sieht. Nein. Wir haben den Käfer verloren. Ja, du, weil du da hinten rumgammelst, während wir hier wichtige Sachen machen. War das jetzt Absicht? Ja, müssen wir es doch eh umbringen. Das geht doch nicht anders. Das sah nämlich ziemlich dumm aus. Ich hab die da runtergeschlagen, war doch sinnvoll, oder? Ich habe schon wieder auf dich geguckt. Es ist, wenn wir, das Problem ist, ich assoziiere nicht unbedingt mit Farbe meine Spielfigur, sondern mit dem, dass die Figur das macht, was ich machen möchte. Und da du manchmal exakt dieselben Bewegungen, exakt denselben Sprungrhythmus hast wie ich, komme ich super durcheinander. Das ist einfach nur, weil ich mich so gut anpassen kann. Siehst du, da drüben, die Dings auch nicht rum. Ist. Okay, dann brauchst du. Du hast es zwar Leben gebraucht, aber okay. Kein Problem. Wenn ich nicht wieder den Käfer verpasse, ist alles gut. Lässt du mich mal? Ja, ja, ja. Gut. Tropf. Weißt du, was gefährlich ist, dass wir beide diesen aufgeladenen Schlag jetzt haben? Du nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Eins. Das ist zwei bekommen. Nein! Nein! Come back! Yeah. Geschummelt hier. Danke. Mann, ich hab dich angeguckt. Warum denn? Keine Ahnung, manchmal ist es doof. Egal. Sind die noch da? Nein. Passiert, passiert. Ey, was ist das denn? Hurensohn. Das ist Hurensohn. Okay. Aber weißt du was? Ja. Das ist ein guter Punkt. Zum weißt du? Tschüss. Reconciliating.